Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, dem Pericenter und der Garage HR Baumgartner AG in Reiden. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofiger Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Die Spitex-Region Zofingen AG hat die Hauswirtschaft reduziert. Entsprechend hat das Entlassungen von Mitarbeitern gegeben. Ex-Mitarbeiterinnen berichten jetzt gegenüber dem ZT, dass sie im Vorfeld der Fusion mangelhaft, widersprüchlich und vielmals verspätet informiert worden seien. Besonders gestört haben sie zudem, dass sie vielmals andere Klienten haben müssen besuchen. Auf die einzelnen Vorwürfe der Frauen will der Verwaltungsrat von Spitex nicht eingehen. Er stellt klar, dass die Reduktion im Bereich Hauswirtschaft eine Vorgabe der Aktionäre von SRZ, also den Eigentümergemeinden, ist. Das Auslagern von den hauswirtschaftlichen Leistungen kämen die Gemeinden teilweise 10'000 Franken günstiger. Der Protest in Aargau war laut, wo die Credit Suisse im letzten Sommer angekündigt hat, ihre Tochter, die neue Aargauer Bank NAB, vollständig zu integrieren. Inzwischen hat sich die Situation beruhigt, sagt Robin Wasser, der mit seinem Team im Kanton das Firmenkundengeschäft und damit rund 12'000 Unternehmen betreut. Die öffentliche Wahrnehmung von einem Exodus sei falsch. Die Abgänge wegen der Fusion bewegen sich laut Wasser, wo früher die NAB Zofingen geleitet hat, im einstelligen Prozentbereich. Die FDP-Ortsparteien vom Bezirk Zofingen haben vom 31. Januar bis am 19. Februar Kandidaturen für das frei werdende Parteipräsidium vom Kanton Aargau anmelden. In der online durchgeführten Vorstandssitzung vom letzten Mittwoch ist Sabina Freiermuth, Grossrätin und FDP-Fraktionspräsidentin von Zofingen, einstimmig als Kandidatin zuhanden der Kantonalen Findungskommission nominiert worden. Am 26. September könnte Christiane Guier in die Geschichte von Zofingen eingehen und die erste Frau Stadtdame vor die Hauptstadt werden. Vorausgesetzt, sie wird 5 Monate vorher in Stadtrat gewählt. Die 57-jährige Biologin hat angekündigt, dass sie ein weiteres Mal für die Zofinger Stadtregierung kandidiert und sich auch versammt vom Stadtdamen zur Verfügung stellt. Mehr zu diesen Themen und weitere News aus der Region gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zofingertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort, vom Pericenter «Alles da» in Aarburg-Oftringen und der Garage HR Baumgartner AG in Reiden. Erleben Sie den Unterschied.